Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Mid-Side-Split-Device, ein Audio-Stereo-Device. Was das genau ist und was man damit machen kann, das zeige ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier oben einen Track und hier unten einfach mal so ein Mid-Side-Split-Device geladen. Und so am Anfang sollte man vielleicht erstmal verstehen, was so ein Ding macht. Im Endeffekt teilt es, was der Name schon sagt, die Mitten und die Seiten auf. Beziehungsweise man kann dann, wenn das aufgeteilt ist, die Mitten und die Seiten unterschiedlich voneinander bearbeiten. Das zum Detail, was die Mitten und die Seiten sind. Die Mitten sind quasi das Monosignal, also das, was auf beiden Seiten links und rechts genau gleich klingt, zur gleichen Zeit, das hört man in der Mitte. Und das Seitensignal sind all diese Signale, die sich rechts und links unterscheiden. Und eine Sache dazu ist noch wichtig, dass das, wenn beide Signale quasi gleiche Laufzeit, gleiche Eigenschaften, dass man sie gleich hört haben, kommen die zusammen und die lautet und es wird lauter. Das heißt, die beiden Signale, die addieren sich. Wenn die Signale unterschiedlich sind, dann addieren die sich vielleicht nur irgendwo mal zwischendrin, können sich dann aber unter Umständen auch wieder auslöschen durch Laufzeitenunterschiede oder wie auch immer. Das heißt, es kann ganz erheblichen Unterschied machen, ob man jetzt nur die Mitten oder die Seiten bearbeitet. Zur Historie von diesem Mid-Side-Device bzw. Mid-Side-Bearbeitung wird immer der Alan Blumlein genannt, der in den 1930er Jahren quasi ein Verfahren erfunden hat, womit man auf den Schallplatten auf den Stereo-Schallplatten eine Monokompatibilität erhält. Das heißt, er hat in dieser Schallplatte mit diesen Rillen in die Mitte der Rille das Monosignal, das Mittensignal geschrieben. Auf der linken Seite hat er dann das linke, auf der Innenseite der Rille, auf der linken Innenseite der Rille hat er das linke Signal geschrieben und auf der rechten Seite der Rille, auf der Außenrille, hat er das rechte Signal geschrieben. Das war schon um 1930er Jahre, 31 irgendwie rum, und die Stereo-Schallplatte kam dann erst Anfang der 1950er Jahre. Ich werde die beiden entsprechenden Wikipedia-Links in die Videobeschreibung mit reinlegen, dass ihr da, wenn ihr wollt, dann noch ein bisschen weiterlesen könnt und euch da mehr informieren könnt. Wie man das gemacht hat oder welches System er da erfunden hat, damit er überhaupt diese Informationen bekommt, nennt man das Blumlein-Stereo-System. Und zwar ist er hingegangen und hat ein Mikrofon genommen, was quasi vorne und hinten aufnimmt, immer mit dieser 8 quasi, und hat ein zweites Mikrofon oben drüber gestellt, aber um 90 Grad gedreht, sodass das untere, ich nehme jetzt einfach mal an, das war das untere, quasi nach vorne und nach hinten aufgenommen hat, und das obere hat nach links und nach rechts aufgenommen. Und damit hat er eigentlich das Mitten- und die Seitensignale damit aufgenommen. So viel zur Theorie und zur Geschichte, das sollte jetzt einfach mal reichen. So, und im Endeffekt ist diese Mid-Side-Split nichts anderes, als dass ich eben diese Informationen getrennt voneinander bearbeiten kann. Wenn ich jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel, ich habe jetzt hier einen Track und den lasse ich jetzt einfach mal laufen, so wie ich ihn halt einfach gemacht habe. Und allein jetzt nur bei diesem Anfang könnte ich jetzt so einen Mid-Side-Split einschalten. Wenn ich den einschalte, passiert erstmal nichts und könnte einfach mal zum Beispiel die Seiten verstärken, ohne dass ich hier irgendwie einen Effekt oder irgendwie sonst oder einen EQ oder sowas drin habe. Und damit verstärke ich sofort die Seiten ein bisschen. Einfach mal, ich lasse erstmal laufen und schalte das dann ein.
Muss natürlich auch aufpassen bei den Lautstärken. Nicht alles, was lauter ist, ist auch besser. Aber man hört so ein bisschen einfach so, je nachdem, ob ich die mitten mehr raus oder rein drehe, lauter mache, wird das Signal einfach so ein bisschen mittiger. Und wenn ich die Seiten verstärke, bekommt es eine größere Stereobreite. Je nachdem natürlich, was ich da für Musik am Start habe. So, und was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe diesen Mid-Side-Split, beziehungsweise ich habe mal so einen Selektor aufgemacht, habe auch mal ein Tool gemacht, damit ich ungefähr an die erste Stelle gepackt, damit ich so ungefähr die gleiche Lautstärke habe zwischen diesen ganzen Vergleichen. Und dann habe ich einfach mal so unterschiedliche Bearbeitungen mit dem Mid-Side-Split gemacht. Ich habe hier einen EQ reingebaut in die Mitte und habe da nichts gemacht. Und hier habe ich auch nochmal ein EQ und da habe ich einfach dann so ab den Mitten die Tiefen hier abgeschnitten auf den Seiten, ab den Mitten beziehungsweise ab den Höhen bin ich dann einfach, habe ich das Ganze verstärkt. Und bei dem letzten habe ich sogar noch ein bisschen Distortion reingebracht. Hier in den Mitten. Bei dem EQ habe ich wieder nichts reingemacht und den normalen Side-EQ habe ich dann auch so gelassen. Das heißt, hier habe ich dann einfach nur noch die Mitten verzerrt. Und dann haben wir hier das Original mit dem Tool. Hier haben wir die Seiten so ein bisschen angehoben und hier haben wir noch eine Verzerrung in den Mitten, also in den Bässen. So, und wenn ich das jetzt einfach mal hier so laufen lasse und ich lasse das jetzt einfach mal hier so laufen, weil der Rhythmus ist nicht unerheblich wichtig an der Stelle. Hört man jetzt die Hi-Hats, die sind viel weiter raus. Wenn ich jetzt nochmal zurückschalte, oh, das klippt hier. Das darf nicht klippen. Ich noch mal auf den Mid-Side-Split hier. Gehe ich noch mal von hier vorne los. Und jetzt schalte ich einfach mal komplett bis unten durch. Habe ich den nochmal aufgedreht? Okay, mein Fehler. So klingt er viel klarer, vielleicht ein bisschen ausgedünnt für den Sound. Ein bisschen voller und hier kommt jetzt nochmal Distortion dazu. Inklusive ein breiteres Stereobild, also zu dem hier. Sehr, sehr.
Also man kann hier sehr schön die verschiedenen Kanäle bzw. das Monosignal bzw. die Seitensignalen sehr schön bearbeiten. Und was man eben halt auch machen kann, ist eben, man nimmt so einen Mid-Side-Split und packt da jeweils einen EQ rein und hat halt einfach einen Mid-Side-EQ am Start und kann das alles wunderbar bearbeiten. Und natürlich kann man da auch jede Menge weitere Effekte reinmachen für die entsprechenden Bereiche, für die Mitten und die Seiten, also für das Monosignal und die Seiten- oder Stereosignale, wenn man das machen kann, ebenso wie man die auch verstärken, wie auch vermindern kann. Und das lohnt sich dann manchmal so beim Abschluss, beim Mischen oder Mastern von einem Track, vielleicht da hier das eine oder andere nochmal zu gucken, wenn man merkt, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig Stereo oder sogar viel zu viel Stereo, könnte man einfach hingehen und die Seitensignale unter Umständen etwas leiser machen, wenn das zu viel nach außen raus zwitschert. Oder einfach in den Seiten zum Beispiel auch einen High-Cut-Filter reinmachen, der sich überhaupt nicht auf die Mitten auswirkt, weil es einfach in den Ohren zu sehr britzelt. Sagen wir es mal einfach so rum. Okay, so, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, kommentiert, wie ihr das vielleicht einsetzt, welche Beispiele ihr habt, würde mich einfach interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.